So, da wären wir wieder. Und wie nach jedem Patch erstmal auf dem Hauptmenü. Einmal um zu gucken, ob die Spinne irgendwas Neues macht. Und dann auch um sicherzustellen, dass das Spiel wirklich so läuft, wie es laufen sollte. Na, kleiner Mann. Ich habe schon viel über den Patch gehört. Also ich versuche ja absichtlich die Informationen vom Fernzuhalten, aber irgendwelche Leute tragen sie trotzdem ran. Und das ist ja auch lieb gemeint. Es soll Häuser geben und eine Möglichkeit, das Spiel zu beenden. Und das klingt schon mal sehr interessant. Vor allem das Häuser bauen. Wir wollen weitermachen und gucken, ob wir davon gleich was bauen können. Das heißt, wir werden jetzt erstmal doch nicht zur neuen Basis laufen, sondern erstmal sofort zu den Forschungsmaschinen rennen und gucken, was es Neues an Items gibt. So. Wir haben auch gleich einen neuen Tag. Das heißt, wir haben schön lange Zeit. Irgendwie sieht das Interface anders aus. Kann das sein? Kleiner? Nee? Egal. Werkzeug. Werkzeug. Ist jetzt komisch grau hinterlegt. Und da steht nicht. Benutze eine Forschungsmaschine, um mehr zu lernen. Ich bin bei einer Forschungsmaschine. Okay. Oh, das ist was Neues. Eine Pitchfork. Das müsste eine Heugabel sein. Bewege den Grund herum. Also eine Schaufel. Oder Löcher. Ich brauche Flint. Haben wir hier noch irgendwo Flint? Nee, haben wir nicht. Aber gut, das ist schon mal neu. Schwimmseile? Nö. Also das ist schon mal neu. Haben wir noch was Neues hier? Nö. Okay, nächster Tab. Feuer, 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 Feuer. Nichts Neues. Nee. Käfernetz. Immer noch die Angel. Zelt. Backpack. Falle. Nö. Hier auch nichts Neues. Hier auch nichts Neues. Forschungsmaschinen sind immer noch die zwei. Waffen. Ein Boomerang. Nein. Es kommt aus einem Land down under. Ja, Australien. Kohle. Eine Spinnenseide und ein Holz. Kommt das Ding wirklich zurück? Wenn ja, ist das ja irre schnell zu bauen. Haben wir irgendwo noch Holz? Ja, so viel. Ah, doch, könnten wir kurz. Abfackeln irgendwas? Aber nee. Lass mal weiter gucken. Die Bienenbombe gab es schon vorher. Sleep Dart auch. Feuer Dart auch. Nö, Waffen gibt es sonst nichts Neues. Strukturen. Eine Wand. Man kann eine Wand bauen. Och, danke, danke, danke. Jetzt können wir endlich ein richtiges Haus bauen. Sehr schön. Und, Wooden Flooring. Das ist Fußboden. Sehr schön. Und eine Strohwand. Nicht sehr stabil. Und bestimmt auch sehr leicht entflammbar. Nee, nee, nee. Gleich Stein. Aber wie soll man eine Steinwand bauen bei den wenigen Ressourcen, Anführungszeichen, die man hat? Also die Ressourcen sind ja... Die Karte sieht auch anders aus. Karte ist viel größer. Ich kann richtig weit rausscrollen. Oh, ich ahne Schlimmes. Wir müssen... Wow, man kann auch richtig nah ranzoomen. Das ist alles ein bisschen... Sieht weicher aus als vorher. Also ja, man kann... Wohl jetzt unendlich lange Welten haben. Oder zumindest wesentlich, wesentlich größere. Also wie gesagt, mir wurde gesagt, man kann Häuser bauen und man kann das Spiel beenden. Also nicht durch Sterben, sondern wirklich irgendwie weitermachen. Das heißt, vielleicht können wir diese Welt verlassen und zu einer anderen Welt reisen. Weil mein Argument eben war ja, mit dem Häuser bauen, das braucht ja richtig Steine. Und was ist, wenn man eine Karte zufällig generiert bekommen hat, wo nicht so viel Stein drauf ist? Dann kann man nur ein ganz kleines Haus bauen, das wäre ja auch doof. Und das Bild sieht auch anders aus. Unser Wilson sieht anders aus. Also jedenfalls das Icon davon. Gut, diesen Gegenstand, den man bauen kann, um das Spiel zu beenden, den sollten wir mal suchen. Gibt da noch eine Holzwand? Die will ich auch nicht haben. Nö, das war's hier. Hier ist nichts Neues bei den magischen Sachen. Nö, bei den Hüten. Eine Breezy-Weste. Warm, aber leicht genug für den Sommer. Was ist das da? Ein Koalefant? Rüssel? Was ist denn ein Koalefant?
Ein Koala-Bär-Elefant? Also es gibt wohl auch neue Gegner. Oder Tiere. Ah, den kennen wir schon, kennen wir schon. Ja, nö. Das war's. Ich sehe hier kein... Was war das gerade für ein Zischgeräusch? Das war das Feuer bestimmt. Also ich sehe jetzt keinen neuen Gegenstand, wo irgendwie steht, Reise zu einer anderen Welt oder wechsel die Dimension oder sonst irgendwas. Das finde ich jetzt schon ein wenig schade. Aber gut, wollen wir jetzt doch noch loslaufen? Es ist ganz schön spät geworden inzwischen. Wir haben den Miner-Helm auf 34% und wir haben eine Fackel auf 100%. Also, ja komm, wir laufen los. Stopp. Ganz kurz nachdenken, Gerogon. Ganz kurz nachdenken. Du hast kein Essen dabei. Das wäre schon mal ein Argument dagegen. Irgendwas Stapelbares zu essen, was nicht schlecht ist, wäre ganz gut. Haben wir aber nicht. Goldklumpen bleibt hier. Honigessen wird gegessen. Oh, das hat viel gebracht. Und du kommst mit. Das müsste eigentlich reichen. Im Idealfall brauchen wir nur 1,5 Tage nach Hause. So, lauf, 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 lauf. Ich hoffe mal, dass jetzt nicht irgendwelche neuen Monster in der Nacht auftauchen. Wie Koalefanten, die aus den Ecken rausspringen oder so. Was kriegen wir schon? Ja, der Boden sieht auch anders aus. Der Boden da ist definitiv anders als vorher. Ich wollte gerade sagen, warum ist der Baum da weiß? Aber ich hätte den wohl irgendwie ausgewählt gehabt. Ja, also auf jeden Fall scheinbar recht viel Neues. Nur, der Haken könnte halt sein, dass wir eine neue Welt brauchen. Und dieses Ding, womit man weiter reisen soll, ist nicht im Forschungslabor drin. Wie soll ich mir das denn vorstellen? Wenn ich es nicht erforschen kann, muss ich das denn irgendwo finden? Und kann ich das auf einer Welt finden, die vor dem Patch generiert wurde? Fragen über Fragen. Naja, erstmal das Wichtigste, die Nacht überleben. Wir warten, bis es kurz vor dunkel ist und dann wechseln wir die Helme aus. Obwohl, nee, dann nehmen wir erstmal die Fackel in die Hand. Den Helm würde ich ungern einfach so verschwenden, wenn es nicht unbedingt sein muss. Obwohl ich gerade die ganzen Glühwürmchen sehe. Also hier war gerade eins. Da sind auch über welche gekommen. Dann ziehe ich doch kurz den Helm an. Und fange dann ein paar Glühwürmchen, auch wenn ich nicht wirklich viel Platz im Inventar habe. Aber dafür schmeiße ich einfach den Tentakel-Ding da mal weg. So. Denn mit den Glühwürmchen können wir dann später neue Miner-Helme bauen. Okay, hier sind keine Glühwürmchen mehr. Aber ja, wenn wir welche finden könnten, wäre es ganz schick. Dann können wir nämlich neue Miner-Helme auf Vorrat... Hier sieht auch alles anders aus. Neue Miner-Dinge auf Vorrat bauen. Und es war in Retrospektive... In Retrospektive. Was eine doofe Idee, da Eier hinzubauen. Ich hatte ja mal den Plan gehabt, wir bauen da Eier hin, damit die Spinnen irgendwie verhindern, dass die Tentakel rauskommen. Die Idee war nicht schlecht, aber jetzt stehe ich hier und da unten sind ganz viele kleine Spinnen und ich hätte auch schwören können, eine große Spinne. Das ist jetzt nicht so gut. Also ich gehe einfach mal ein bisschen zurück. So, hier so hin und guck mal nach Glühwürmchen. Da ist eins. Also, Cappy auf. Flop. Glühwürmchen. Sehr gut. Da ist gleich noch einer. Und das Ding ist kaputt. Okay. Den halt nicht. Spiel wieder in Hand. Wir schmeißen einfach kurz was auf Feuer. Dann sparen wir uns nämlich... Zack. Ups. So, dann sparen wir uns mit den Helm. Jetzt müssen wir noch die Nacht rumkriegen. Aber das kriegen wir schon hin. Essen wird reichen. Was brauchen wir eigentlich für den Miner-Helm? So. Wer hatte gerade noch in den Kommentaren gesagt, dass ich nicht zu einer Maschine laufen muss? Wie baue ich dann jetzt bitteschön den Miner-Helm? Ich kann hier nichts auswählen. Also für diejenigen, die sich gerade wundern, worüber ich rede. In den Kommentaren wurde jetzt mehrfach geschrieben, dass ich doch gar nicht zu den Maschinen laufen müsste, dass ich jederzeit überall alles bauen könnte
Und das sehe ich jetzt irgendwie gerade nicht so. Die Grundsachen kann man immer jederzeit überall bauen, aber die etwas fortgeschritteneren Sachen, die halt nicht. Also hatte ich doch recht. Age, Badge. So, Nacht ist gleich rum, wir können auch durch den Sumpf durch. Komm schon. Ich will nach Hause. Ich will eine Heugabel bauen. Und eine neue Fleischstatue. Das wäre so ziemlich weit oben. So, Love Forest. Obwohl, wir wollten eigentlich durch das Grüne durch. Weil da keine Tentakel sind. Genau, die Dinger. Und da war wirklich eine Spinnenkönigin. Auch nicht schlecht. Die kleinen Folgen der Königin. Das sind ja doppelt fies. Einmal kämpft man gegen die Königin und dann noch das ganze Fußvolk da drumherum. Übel, übel. Aber wenigstens waren das nur diese schwarzen Spinnen. Die gehen ja noch. Das sind ja die alten. Diese neuen, garstigen Gelben, die gehen echt gar nicht. Die sind ja schneller als man selbst und können noch springen. Absolut überpowered. Aber na gut. Muss ja auch eine Herausforderung da sein und so. Auch die Augen aufhalten, ob auf dem Boden irgendwas Neues rumliegt. Bin ja immer noch gespannt, was man jetzt bauen muss und wie man das bauen muss, um weiterzumachen. Also in der neuen Welt weiterzumachen. Was wäre schon schick, neue Jagdgründe zu haben. Hier haben wir jetzt ja alles erforscht mittlerweile. Gibt es vielleicht neue Abzweigungen? Sind die irgendwo aufgetaucht? Nee. Na gut, können wir nichts machen. Wir bauen einfach erstmal ein Haus. So ein bisschen jedenfalls. Und gucken, ob sich denn vielleicht irgendwas ergibt. Vielleicht passiert hier irgendwas, wenn man ein Haus gebaut hat. Dass denn jemand auftaucht und irgendetwas tut. Was ist mit dir? 16%. Ach, du kannst mal mitkommen. So, du nach da unten. Also ja, das könnte ich mir vorstellen, dass man irgendetwas tun muss. Das triggert dann ein Skript, das dann sagt, okay, jetzt darfst du das und das bauen. Oder vielleicht muss man erst eine bestimmte Anzahl an Forschungspunkten haben und dann sieht man erst im Menü, dass man das Teil bauen kann. Oder alles erforscht haben. Das haben wir immer noch nicht. Also jetzt nicht die Heugabe, sondern auch die Sachen wie eine Angel, die haben wir immer noch nicht erforscht. Ein paar von den Hüten, den Bumerang, der neu ist, dann die Sleeping Darts, das Blasrohr, das fehlt ja alles noch. Das heißt, sobald wir unsere Fleischstatue wieder aufgestellt haben und das Leben wieder einigermaßen sicher ist, können wir ein paar Forschungspunkte sammeln. So, da ist wieder ein... Oh! Der ist nicht mehr... Sehr schön. Anscheinend mit dem Patch wurde auch behoben, dass die Dinger hier hängen bleiben. Sehr gut. Das heißt, du kannst jetzt schön zu deinem Nest zurückgehen und Eier legen. Gute Sache. Und flupp. Da haben wir gerade live miterleben können, wie ein Ei gelegt wurde. Und er läuft sofort weg. Also wenn das keine Vorlage ist, weiß ich auch nicht. Du kommst mal mit. So. Oh. Ja, ja, ja. Du kriegst mich eh nicht, das weiß ich. Dumm-di-dumm. Also ja, das ist schon mal eine sehr gute Neuerung, dass die Täubers nicht mehr festhängen und dass sie auch Eier legen. Das haben wir jetzt ja wirklich quasi direkt vor der Nase bewiesen bekommen. Schöne Sache. Also können wir wieder eine Armee aus Small Birds züchten. Müssen uns keine Sorgen machen. Weil vor dem Patch sah es ja echt so aus, als wenn wir nie wieder, also abgesehen von dem einen Ei, nie wieder andere Small Bird Eier bekommen. Weil die halt alle fest hängen. Die hängen immer noch fest. Warum ist er nur ehrlose geworden? Okay, wahrscheinlich müssen wir die beiden da nur einmal anstupsen und dann bewegen sie sich auch nach Hause. Also, nachdem sie uns zu Tode gehetzt haben. Danach gehen sie irgendwann wieder nach Hause. Oh, mir ist gerade noch was eingefallen, wie man an diese Maschine rankommen könnte. Der Schweinekönig. Oh, oh, sehr cool. Im Sumpf ist man viel langsamer. Das haben sie auch geändert. Oh ja, ich mag den Patch jetzt schon. Jede Menge Kleinigkeiten. Das sind gerade zwei Spinnenköniginnen auf einem Bildschirm gewesen. Und ja, du hast Hunger. Also ja, diese Spinnenköniginnen werden langsam zu einem Problem. Da ich die halt nicht töte, dann werden es einfach immer, immer, immer mehr. Wo war ich gerade? Ah, genau, der Schweinekönig. Also vielleicht kann man jetzt dem Schweinekönig ja irgendwas Neues geben. Und der gibt einem dann einen Teil von der Maschine oder einen Bauplan oder irgendwas.
und dann kann man weitermachen.